Thomas Strobel, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration im Land Baden-Württemberg, sowie der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, und Holger Münch ist bei uns, Präsident des Bundeskriminalamtes. Bevor wir loslegen, thematisch 3,5 Sätze zu dem, was hier passiert in der Bundespressekonferenz und wer wir sind. In unserem Verein der Bundespressekonferenz organisieren sich Hauptstadtjournalistinnen, Hauptstadtjournalisten, und unsere Aufgabe im Büro ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten mit dem Ziel der professionellen Informationsbeschaffung. Wir sind also keine Talkshow und kein Bürgerforum. Das wird manchmal missverstanden, vor allem bei denjenigen oder von denjenigen, die uns über die zahlreichen Ausspielkanäle verfolgen. Wir verfahren hier in Pandemiezeiten mit einem, mit Abständen, genau, vielen Dank. Wir verfahren hier in Pandemiezeiten mit einem begrenzten Zeitkontingent. Das bedeutet für die Fragenden eine Frage, eine Nachfrage, damit auch möglichst viele zum Zug kommen. Fragen von außen sind unseren Mitgliedern und den Mitgliedern des Vereins der Auslandspresse ebenfalls möglich. Auch da gilt, möglichst kurze Formulierungen bitte wählen. Und wenn Sie Vorname, Name und Ihr Medium dazu schreiben, dann hilft uns das sehr. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, Frau Welty, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle Ihnen heute zum 14. Mal die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik vor. Zu Beginn meiner Amtszeit als Bundesinnenminister konnte ich Ihnen verkünden, dass die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten im Jahr 2017 bei 5,76 Millionen lag. Das war übrigens seinerzeit schon der niedrigste Wert seit 1992. Und dieser Trend hat sich seither erfreulicherweise fortgesetzt. Von Jahr zu Jahr verzeichnen wir weniger Straftaten. Für das Berichtsjahr 2020, über das wir heute reden wollen, waren es nur noch 5,3 Millionen Fälle. Das sind über 1 Million weniger erfasste Straftaten als noch vor 5 Jahren. Diese Entwicklung hat noch mehr Gewicht, wenn man bedenkt, dass die Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland in demselben Zeitraum deutlich zugenommen hat. Sinkende Fallzahlen bei gleichzeitigem Bevölkerungszuwachs. Die Entwicklung ist ausgesprochen positiv. Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten hervorragende Arbeit. Und das können wir ablesen an der sogenannten Aufklärungsquote. Im Jahr 2020 konnte sie auf 58,4% gesteigert werden. Also 58,4% der Straftaten sind aufgeklärt worden. Und auch diese 58,4% Aufklärungsquote sind ein neuer, positiver Höchstwert. Nun, wenn man über die PKS-Zahlen für das vergangene Jahr spricht, stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ob und wie stark diese auch mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehen. Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen hatten und haben gravierende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und während des Lockdowns verlagern sich große Teile des Lebens in den nicht öffentlichen Raum, also nach Hause. Dies hat Einfluss auf die Mobilität und führt auch zu Veränderungen, auch bei den Straftaten. Wo es weniger Gelegenheiten zu Straftaten gibt, werden tendenziell weniger Straftaten begangen. Und wo es mehr Gelegenheiten gibt, werden auch mehr Straftaten registriert. Nicht nur, aber auch mangels Tatgelegenheit sind Diebstahlsdelikte im Berichtsjahr in vielen Bereichen stark zurückgegangen. Kfz-Diebstähle um fast 16%. Wohnungseinbrüche um fast 14%, Taschendiebstähle um 11% und selbst der Ladendiebstahl um fast 7% zurückgegangen.
Auch bei Raubdelikten, die mir immer besonders im Auge liegen, ist ein Rückgang um 6% zu verzeichnen. Eine erfreuliche Entwicklung, wenngleich man auch hinzufügen muss, dass eventuell hier die eingeschränkte Mobilität das begünstigt hat. In anderen Bereichen führte der Lockdown aber auch zu mehr Straftaten. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen hat der Onlinehandel bekanntlich stark zugenommen. Mehr Onlinehandel bedeutet leider meist auch mehr Kriminelle, die ihre Chancen in diesem Bereich dann sehen und nutzen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik einen Anstieg in diesem Bereich um 11,5% im Bereich des Warenbetrugs. Der hohe Anstieg der Fallzahlen beim Subventionsbetrug steht im Zusammenhang mit der betrügerischen Beantragung von Corona-Soforthilfen. Hier haben Kriminelle die aktuelle Notlage ausgenutzt, um sich selbst finanziell zu bereichern. Natürlich gab es auch 2020 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz, Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Quarantäneregelungen, die im Vorjahr logischerweise überhaupt noch nicht begangen werden konnten. Es gibt aber auch Bereiche, in denen ein erheblicher Teil der begangenen Taten im sogenannten Dunkelfeld bleibt und in denen das Dunkelfeld während des Lockdowns wahrscheinlich noch größer geworden ist. Besorgniserregend ist hier der Bereich der häuslichen Gewalt, wo die zur Anzeige gebrachten Taten, und darauf möchte ich besonders hinweisen, wahrscheinlich nur einen Teil der tatsächlichen Übergriffe abbilden. Zum Hellfeld, also den Dingen, die der Polizei bekannt geworden sind, wird das Bundeskriminalamt deshalb auf der Basis der PKS-Daten eine Sonderauswertung zur Partnerschaftsgewalt erstellen und diese übrigens wie jedes Jahr dann für Sie im Herbst veröffentlichen. Leider gibt es auch deutliche Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie zu mehr Kriminalität im häuslichen Umfeld geführt hat. Insbesondere die erhöhte Inanspruchnahme von Hilfstelefonen gibt Anlass zur Sorge. Und um das Dunkelfeld in diesem Bereich aufzuhellen, haben wir als Innenministerium mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine repräsentative Befragung zur Gewalt gegen Frauen und Männer, insbesondere im häuslichen Umfeld, gestartet. Diese Ergebnisse, meine Damen und Herren, werden uns valide Daten für zielgenaue Unterstützungs- und Hilfsangebote liefern. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal klarstellen, wir müssen die Straf- und Gewalttaten gegen Frauen und deren Motivation in den Polizeistatistiken besser erfassen. Das lehrt uns jetzt auch die Zeit der letzten Monate. Und dazu bin ich mit den Ländern im Gespräch. Wir erarbeiten derzeit gerade konkrete Lösungen für eine bessere Erfassung und konkrete Handlungsempfehlungen für weitere Maßnahmen. Ein großes Sorgenkind nach meinen relativ positiven einleitenden Worten ist und bleibt die Verbreitung pornografischer Schriften. Da haben wir seit Jahren einen starken Anstieg bei der Kinderpornografie. Für 2020 war es eine Zunahme um über 54% im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der Zunahme bei Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Materialien plus 53% und jugendpornografischer, das sind plus 56%. Eine Ursache für den Anstieg ist die Aufhellung des Dunkelfelds, wie ich es gerade auch bei der Gewalt im häuslichen Umfeld beschrieben habe. So sind die steigenden Fallzahlen vor allem auf die gute Zusammenarbeit mit deutschen Internetbeschwerdestellen
aber auch den US-amerikanischen, hier insbesondere NCMEC, zurückzuführen. NCMEC ist eine halbstaatliche Nichtregierungsorganisation, die im Internet nach kinderpornografischem Material sucht und die Funde an die Strafverfolgungsbehörden weitergibt. Wir bekommen jetzt, und das bin ich sehr dankbar, deutlich mehr Hinweise, als das früher der Fall war. Hieraus ergeben sich oft neue Ermittlungsansätze im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern, was ebenfalls zu steigenden Fallzahlen in der Statistik führt. Zuletzt ein Plus um fast 7%. Wir sehen mehr durch bessere Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit, Ermittlungsarbeit als vorher. Um unsere Kinder und Jugendlichen besser gegen sexuellen Missbrauch zu schützen, haben wir bekanntlich über den Deutschen Bundestag und den Bundesrat im vergangenen Jahr schärfere Strafgesetze beschlossen. Noch wichtiger als die Ermittlung der Täter im Nachhinein ist aber die Verhinderung der Taten an sich. Kinder und Jugendliche müssen besser über mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Das betrifft insbesondere die Nutzung sozialer Medien. Ein Thema ist und bleibt die Gewalt gegen Polizeibeamte, gegenüber Polizeivollzugsbedienstete, ebenso wie gegenüber Rettungskräften und anderen Repräsentanten des Staates. Damit haben wir uns oft beschäftigt, wir haben die Strafbestimmungen verschärft. Trotzdem müssen wir feststellen, dass im Jahre 2020 über 85.000 Polizistinnen und Polizisten als Opfer registriert wurden. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. In den meisten Fällen handelt es sich nicht nur um Widerstandsdelikte, das ist schon schlimm genug, sondern um aktive tätliche Angriffe. Die erfassten Fälle von Widerstand nahmen auf 37.000 Fälle zu. Es besorgt mich ganz besonders als Bundesinnenminister, dass es immer noch Menschen gibt, die die Regeln in unserem Staate nicht akzeptieren können und bei denen die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung gegen Polizei und Rettungskräfte scheinbar verloren gegangen ist. Stattdessen werden sie als Gegner begriffen und mit allen Mitteln auch mit Gewalt bekämpft. Und das lässt völlig außer der Betrachtung, dass tausende Polizistinnen und Polizisten Tag und Nacht für unsere gemeinsame Sicherheit sorgen. Und was für uns alle selbstverständlich erscheint, ist für die Einsatzkräfte vor diesem Hintergrund nicht immer leicht. Und deshalb hat die Polizei hier unsere uneingeschränkte Unterstützung, wo immer wir noch mehr tun können, um unsere Polizeibeamten auch bei Großeinsätzen zu schützen, werden wir das tun. Und ich bin froh, dass nach langer Diskussion jetzt zwischenzeitlich bei der Hochschule der Polizei ein Projekt angelaufen ist, das in der Verantwortung der Polizeihochschule durchgeführt wird, den Alltag der Polizeibeamten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was führt dazu, dass junge Menschen den Polizeiberuf ergreifen? Wie läuft der Polizeialltag ab? Wie können sich vielleicht auch Einstellungen von Polizeibeamten gegenüber bestimmten Entwicklungen in unserem Lande verändern? Und wie können wir die Polizei noch besser schützen? Das ist mir ein ganz großes Anliegen, denn die Zahl, die ich genannt habe, von deutlich über 80.000 solcher Übergriffe, die kann ein Rechtsstaat nicht ohne Reaktion hinnehmen. Und diese Reaktionen sind bereits erfolgt, aber sie werden noch weiter ausgebaut. Insgesamt, Verfällte, die Zahlen sind in der Praxis erfreulich, aber ich wollte auch sehr ungeschminkt Problemfelder beschreiben, insbesondere was die Kinderpornografie angeht, was die Internetkriminalität betrifft und schließlich auch was die Übergriffe auf unsere Sicherheitskräfte, denen ich nochmal danken möchte. Es sind ja hauptsächlich auch, lieber Kollege Strobel,
die Polizeibeamten der Länder, die ja das größte Kontingent und des Polizeianteils stellen. Und auch dafür nochmal der ganzen Innenministerkonferenz, den Landesinnenministern und dir persönlich als Vorsitzender danke, dass wir hier so Schulter an Schulter für diese gemeinsamen Ziele arbeiten. Herzlichen Dank bis hierher. Und bevor wir an dieser Stelle weitermachen, möchte Herr Strobel, bitte. Frau Vorsitzende, Herr Bundesinnenminister, Herr Präsident. Fünf Worte sind aus meiner Sicht wichtig und entscheidend. Deutschland ist ein sicheres Land. Das ist insbesondere in Zeiten größter Verunsicherung besonders wichtig. Wir sind nach Krieg und Nachkriegszeit in der schwersten Krise, die diese Republik seit über 70 Jahren, seit 72 Jahren erlebt hat. Deswegen ist die Verunsicherung unter den Menschen sehr groß und umso wichtiger ist es, in einem sicheren Land leben zu können. Zweitens, wir haben eine politische Zeit, in der jedenfalls von der Opposition heraus vom Staatsversagen gesprochen wird. Ich möchte Ihnen sagen, bei der Kernaufgabe innere Sicherheit versagt dieser Staat nicht. Wir haben einen starken freiheitlichen Rechtsstaat. Und das ist in diesen guten Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, doch eine gute Nachricht. Und ich finde, wir dürfen auch über gute Nachrichten sprechen und man darf auch über gute Nachrichten berichten. Die bundesweit sehr gute Bilanz der Kriminalitätsentwicklung ist das Ergebnis einer vorausschauenden und klugen, auch innenpolitischen Schwerpunktsetzung, klarer Konzepte und eines auch in diesen besonderen Zeiten herausragenden Engagements unserer Polizistinnen und Polizisten. Und ich möchte anschließend an das, was der Bundesinnenminister Horst Seehofer gesagt hat, schon noch einmal unterstreichen, dass auch unsere Polizistinnen und Polizisten in den vergangenen 14 Monaten besonderen Herausforderungen ausgesetzt waren, nämlich zusätzlichen Aufgaben, beispielsweise die Überwachung der Einhaltung der Infektionsschutzregeln, beispielsweise neue Herausforderungen bei einer neuen Art von Demonstrationen, Stichwort Querdenker. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten diese neuen Aufgaben mit hinreichender Sensibilität und großer Konsequenz sehr erfolgreich meistern. Und deswegen haben unsere Polizistinnen und Polizisten nicht Hass, Verachtung und Gewalt verdient, sondern Respekt und Dankbarkeit. Und deswegen schließe ich mich dem Dank des Bundesinnenministers an alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Bund und in den Ländern gerne an. Das vergangene Jahr, meine Damen und Herren, stand natürlich unter besonderen Vorzeichen. Unser Leben wird nun seit einem guten Jahr von der Pandemie bestimmt. Diese Pandemie wirkt sich nach wie vor auf unser aller Leben aus, mit zum Teil weitreichenden Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. Doch auch wenn die
Pandemie allgegenwärtig ist, Kriminalität macht keine Pause. Die Menschen können sich freilich darauf verlassen, unsere Polizei auch nicht. Die Kriminalität macht keine Pause, aber sie verändert sich in Pandemiezeiten. So gibt es in manchen Kriminalitätsfeldern Rückgänge, die durch die Einschränkung der sozialen Kontakte und nahezu des gesamten gesellschaftlichen Lebens begünstigt wurde. Beispiele hat der Bundesinnenminister erwähnt und es ist ganz klar, der Taschendiebstahl geht natürlich zurück, wenn Menschen 1,5 Meter Abstand halten müssen und vielfach Gott sei Dank auch einhalten, ist der Taschendiebstahl natürlich erschwert. Wir dürfen auch positiv vermelden, dass die Wohnungseinbruchsdiebstähle und die Straftaten im öffentlichen Raum zurückgegangen sind. In Baden-Württemberg beispielsweise sind die Fälle für den Wohnungseinbruchsdiebstahl nun im sechsten Jahr signifikant in Folge zurückgegangen, diesmal um rund 27%. Das hat natürlich etwas mit Corona zu tun. Wenn die Menschen zu Hause sind, dann kann man dort nicht mehr so häufig einbrechen. Allerdings hatten wir bereits einen signifikanten Rückgang des Wohnungseinbruchsdiebstahls, nachdem wir eine Spitze hatten im Jahr 2016, auch im Jahr 2017, auch im Jahr 2018, auch im Jahr 2019. Da war noch kein Corona. Das hat etwas mit Schwerpunktsetzung in der polizeilichen Arbeit zu tun. Und das haben wir gerade beim Wohnungseinbruchsdiebstahl ja auch länderübergreifend und gemeinsam mit dem Bund in den vergangenen Jahren erfolgreich so gemacht. Die Entwicklung zeigt freilich auch, die Täter orientieren sich rum, passen ihr Verhalten an die Umstände an. Stichwort Enkeltrick, Betrüger, Subventionsbetrieb, Subventionsbetrug und anderes mehr. Ein zweites Thema ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch deutlich im Deliktsbereich der Cyberkriminalität. Die Kriminalität verlagert sich ins Netz. Die Fallzahlen sind auch 2020 erneut angestiegen. So ist etwa die Computerkriminalität um 6,2% auf 130.611 Fälle gestiegen. Das sind 7.605 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Sie alle wissen, dass wir im vergangenen Jahr einen Digitalisierungsschub erlebt haben. Mobiles Arbeiten, Videokonferenzen und vieles andere mehr sind Alltag geworden, da ich sozusagen in einer Amtseinheit auch der Digitalisierungsminister in Baden-Württemberg bin, freue ich mich über diesen Digitalisierungsschub. Die Tatsache, dass sich aber in hoher Geschwindigkeit vieles von unserem Leben ins Netz verlagert hat, diese dynamische Entwicklung ist häufig auf Kosten der IT-Sicherheit gegangen. Das muss man klar identifizieren. Und man muss auch klar sagen, je mehr wir digitalisieren, umso angreifbarer machen wir uns, umso vulnerabler werden wir. Nach meiner Einschätzung ist das Thema Cyberkriminalität, Cybercrime, Cyberspionage, Cybersabotage die große zusätzliche neue Herausforderung sicherheitspolitischer Art in den 20er Jahren. Deswegen müssen wir uns hier besser und intensiver aufstellen. Die Zunahme von Cyberstraftaten mit Corona-Bezug, beispielsweise im Zusammenhang mit dem massenhaften Versand von Phishing-Mails oder kurzfristig eingerichteten Fake-Shops im Internet, verdeutlicht uns einmal mehr die hohe Anpassungsfähigkeit von Cyberkriminellen an aktuelle Ereignisse und Entwicklungen. Erpressungen im Netz bei Ärzten, Steuerberatern und anderen sind inzwischen Alltag und wir haben ein gigantisches Dunkelfeld in diesem Bereich, das wir in Wahrheit überhaupt nicht übersehen.
Gerade in diesem Bereich, im Bereich der Cyberkriminalität, gilt aus meiner Sicht ganz besonders: Nur ein vernetztes Handeln kann der Cyberkriminalität schlagkräftig Paroli bieten. Hier sind länderübergreifende Kooperationen zwischen den Ländern und dem Bund, Kooperationen mit anderen Behörden, Kooperationen mit der Wirtschaft und der Wissenschaft und Forschung sehr wichtig. Aus diesem Grund habe ich beispielsweise bereits im Jahr 2020 einen Kooperationsvertrag mit der NBW, mit der Energie Baden-Württemberg, unterzeichnet. Die Energie Baden-Württemberg ist das drittgrößte Energieunternehmen in Deutschland. In diesem Kooperationsvertrag haben wir uns gemeinsam der Bekämpfung der Cyberkriminalität und dem Schutz kritischer Infrastrukturen verpflichtet, und in Baden-Württemberg gründen wir derzeit eine Cybersicherheitsagentur, um unsere Sicherheitsaktivitäten im Netz zu bündeln. Dass wir die Expertise der Wirtschaft beispielsweise hereinholen, ist sehr wichtig. Nehmen Sie dieses Unternehmen NBW, das sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Cybercrime und dem Thema kritische Infrastrukturen beschäftigt und beschäftigen muss, beispielsweise, weil dieses Unternehmen seit vielen Jahrzehnten Atomkraftwerke betreibt. Deswegen ist der Schutz der kritischen Infrastrukturen auch im Netz eine zentrale Aufgabe für solche Unternehmen. Und deswegen müssen wir die Expertise, die in diesen Unternehmen vorhanden ist, auch für staatliches Handeln aus meiner Sicht mehr nutzen. Mit der Digitalisierung gehen zunehmend Bedrohungen aus dem Cyberraum einher. Als Vorsitzender der Innenministerkonferenz habe ich deswegen die Bekämpfung der Cyberkriminalität zu einem Schwerpunkt unserer Arbeit in diesem Jahr gemacht. Das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist das Thema Hasskriminalität, Veränderung des gesellschaftlichen Klimas. Auch das hat etwas im Übrigen mit dem Netz unmittelbar zu tun. Auch bei der politisch motivierten Kriminalität spielt nämlich das Netz eine immer größere Rolle. Beleidigungen, die mit dem Tatmittel Internet begangen wurden, nahmen zum Beispiel um 1.589 Fälle auf 14.450 Fälle zu. Auch hier eine Steigerung um 12,4%. Das Netz wird als Medium unserer Zeit missbraucht. Mehr und mehr läuft die politische Agitation und Hetze in einschlägigen Foren. Dadurch verfestigen und verstärken sich radikale Ansichten unter Gleichgesinnten. Selbst Radikalisierung kann die Folge sein. Das Netz ist zum Marktplatz für Hass und Hetze geworden. Das dürfen wir nicht zulassen. Um entschieden gegen die Hasskriminalität im Netz vorzugehen, haben wir, der Bund und die Länder, ganz entscheidende Weichen gestellt. Mit einer Ergänzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und damit einer Meldepflicht für Anbieter sozialer Netzwerke in Bezug auf strafbare Inhalte im Netz, aber auch mit dem Bestandsdatenauskunftsgesetz. Lieber Horst, die Beamten in deinem Ministerium sind bei der Namensfindung ähnlich kreativ wie die in Baden-Württemberg. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Bestandsdatenauskunftsgesetz. Also einer entscheidenden Rechtsgrundlage freilich im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz. Das Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das neue Regeln und Strafschärfungen vorsieht, ist am 3. dieses Monats in Kraft getreten. Es wird höchste Zeit, digitalen Hasstiraden einen Riegel vorzuschieben. Sie können heute ein Rechtsextremist werden oder sein, ohne jemals einen Rechtsextremisten tatsächlich erlebt zu haben. Die Zeiten, in denen Rechtsradikale im Hinterzimmer des Gasthofs Hakenkreuzheftchen unter dem Tisch ausgetauscht haben, sind vorbei. Jedenfalls beschäftigt dieses Phänomen unsere Sicherheitsbehörden kaum noch, gar nicht mehr. Alles findet in diesem Bereich
im Netz statt. Man wird oder ist Rechtsextremist, ohne sich tatsächlich jemals mit anderen Rechtsextremisten getroffen zu haben. Und manche entwickeln sich im Rahmen dieser Selbstradikalisierung durch das Netz zu Rechtsterroristen. Deswegen ist das ein ernstes Phänomen. Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie sich dort frei und sicher bewegen können. Und die Sicherheitsbehörden diese Welt genauso schützen, wie uns das in der analogen Welt erfolgreich gelingt. Die Pandemielage hat sich freilich nicht nur auf die Kriminalitätslage ausgewirkt, sondern auch in Teilen das gesellschaftliche Klima verändert. Anfeindungen, Hass, Hetze richten sich teilweise konkret gegen Einrichtungen und Personen. Beispielsweise beleidigen Corona-Leugner Amtsträger oder Politiker bis hin zur Bedrohung. Hier schaut die Polizei nicht weg, sondern trifft lageorientiert die erforderlichen Maßnahmen. Bundesweit beobachten wir auch hier eine Dynamik bei Großversammlungen der Querdenkerbewegung. Sie haben sich bundesweit nicht nur am Karsamstag in Stuttgart bereits mehrfach vollkommen unverantwortlich verhalten. Sie haben sich auf Grundrechte berufen und im gleichen Atemzug Grundrechte mit Füßen getreten. Was am Ostersamstag in Stuttgart sich ereignet hat, war zuvor in Kassel oder Berlin. Auch hier spielt im Übrigen das Netz wieder eine entscheidende Rolle. Angetrieben und aufgehetzt waren die Teilnehmer maßgeblich über das Internet. Soziale Medien haben dabei eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung und Radikalisierung einer Vielzahl an Menschen gespielt. Das hat Auswirkungen auf die Grundstimmung und auf die Dynamik der Lage vor Ort. Das macht polizeiliche Einsatzkonzepte und den polizeilichen Einsatz außerordentlich schwierig. Diese Dynamik schwappt von den sozialen Medien in die reale Welt. Das stellt unsere Einsatzplanungen vor riesige Herausforderungen. Anzahl, Zusammensetzung und Verhalten der Teilnehmenden sind dadurch nur schwer zu prognostizieren. Die Prüfung eines Verbots oder die Festlegung von Auflagen in Bezug auf den Infektionsschutz oder die Versammlung durch die Genehmigungsbehörde sind damit ungleich schwieriger zu treffen. Einer aussagekräftigen und effizienten Auswertung von Internet und sozialen Medien kommt daher bundesweit eine entscheidende Bedeutung zu. Das werden wir weiter miteinander angehen müssen. Es steht für mich völlig außer Frage, Bilder wie am Stuttgarter Karsamstag in Kassel oder in Berlin dürfen sich nicht wiederholen. Wer sich auf Grundrechte beruft und im gleichen Atemzug andere Grundrechte buchstäblich mit Füßen tritt, der muss damit rechnen, dass wir den gesamten Werkzeugkasten des Rechtsstaates auspacken, um solche Veranstaltungen künftig zu unterbieten oder mit strikten Auflagen zu versehen. Erste Entscheidungen in diese Richtung sind in den vergangenen Tagen gefallen. Das Thema wird uns als Länder gemeinsam mit dem Bund weiter intensiv beschäftigen. Demokratische Freiheitsrechte verlangen verantwortungsbewusste Bürger. Es ist immer auch eine verantwortete Freiheit. Und dazu gehört im Übrigen auch, dass man schaut, unter welcher Fahne man geht und wer rechts und links von einem geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese ausführlichen Statements. Wir haben jetzt noch etwa eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu beantworten. Und die erste Online-Frage kommt von Corinna Buschow, IPD. Sie geht an BKA-Präsident Holger Münch. Minister Seehofer hat auf das Dunkelfeld und die anstehenden Analysen zur häuslichen Gewalt verwiesen. Was lässt sich aber heute über das Hellfeld durch die polizeiliche Kriminalstatistik sagen? Wie viele Fälle gab es und handelt es sich um einen Anstieg? Ja, das kann man beantworten, allerdings mit einer Einschränkung. Die PKS ist ja eine Ausgangsstatistik.
Und das heißt, wir sehen die Kriminalität, die in dem Jahr bearbeitet wurde, nicht die in dem Jahr angezeigt wurde. Das heißt, Sie haben eine zeitliche Verschiebung. Etwa 25% der Delikte, die in der PKS für 2020 erfasst wurden, sind nicht in dem Jahr passiert. Das muss man dabei mal berücksichtigen. Deshalb können wir erst mit einem gewissen Nachlauf auch solche Fragen in der PKS beantworten. Heißt ganz konkret, für den ersten Lockdown können wir Aussagen machen, für den zweiten noch nicht. Und das kommt noch. Und für den ersten Lockdown können wir schon sagen, dass bestimmte Kriminalitätsformen, die hier angesprochen worden sind, mit Schwerpunkt April stark zurückgegangen sind, so wie zum Beispiel die Einbruchsdiebstähle etc. Und dass wir einen Anstieg auch hatten in den ersten Monaten im Bereich der Partnerschaftsgewalt und der häuslichen Gewalt. Das heißt, wir können auswerten, wo haben Täter und Opfer zur Tatzeit in einem Haushalt gemeinsam gewohnt und können solche Aussagen treffen. Und der Anstieg war 6,6% im Bereich der häuslichen Gewalt. Und er war etwa 4% im Bereich der Partnerschaftsgewalt. Das bezieht sich jetzt eher so auf das erste Halbjahr, diese Aussage, die wir treffen können. Aber jetzt aufs Gesamtjahr sind das die Zahlen. Wir gehen davon aus, das sind so die Indikatoren, die wir ansonsten sehen, Anrufe bei Hilfstelefonen, was ist bei den Hilfseinrichtungen aufgelaufen, dass das eben nicht die gesamte Wahrheit ist, sondern ein Ausschnitt, weil auch die Frage, wann erstatte ich eine Anzeige, bei solchen Delikten meistens zeitlich versetzt stattfindet. Man überlegt sich das mehrfach, bevor man auch aus Schamgefühl etc., bevor man solche Anzeigen aus dem sozialen Umfeld macht. Und weil natürlich auch die Sozialkontrolle eingeschränkt war in dem Zeitraum, zum Beispiel, weil die Kinder nicht in die Schulen gehen etc., kriegen sie weniger Hinweise von Dritten. Aber auch mit diesen Einschränkungen können wir sagen, wir haben einen leichten Anstieg gesehen. Aber wir können nur für die Zeit des ersten Lockdowns jetzt schon solche Angaben machen. Bei Fragen aus dem Saal bitte ich jeweils um eine kurze Vorstellung. Herr Kollege, bitte. Ja. Markus Pohl, ARD Magazin Kontraste. Frage an Bundesinnenminister Herrn Seehofer. Ihr Kollege, der Herr Strobel, hat ja gerade schon angesprochen, die Querdenken-Demonstrationen. Wenn Sie ein bisschen näher ins Mikrofon sprechen, dann würde das der Verständlichkeit dienen. Danke. Ich bemühe mich sehr. Ja, danke. Super. Der Kollege Strobel hat ja schon angesprochen, die Querdenken-Demonstrationen, wo es immer wieder zu massenhaftem Verstoß gegen Auflagen, gegen Versammlungsverbote kommt. Der Thüringer Verfassungsschutzchef hat jetzt von einer Kapitulation des Rechtsstaats gesprochen, wenn Auflagen zwar erlassen, aber dann nicht durchgesetzt werden. Bisher hat man von Ihrer Seite da noch nicht so klare und deutliche Worte gehört. Warum halten Sie sich da zurück? Ja, weil Sie mir vielleicht nicht immer zuhören. Denn auch meine Position ist da ganz klar. Erstens, wir haben diese Szene von Anfang an stark im Blick. Wir schauen uns genau an, wer da teilnimmt und wie das Verhalten ist. Und zweitens haben die Probleme, vor allem die Gewaltbereitschaft in diesem Bereich, zugenommen. Deshalb geht die Tendenz bei uns auch im Verfassungsschutzverbund eher in die Richtung, diese Szene zu einem Beobachtungsobjekt zu erklären, was verfassungsschutzrechtlich von Bedeutung ist. Und was ich mal per heute vermuten würde, dass es dazu kommt. Wir haben gerade da bei der Auswertung von Stuttgart, es nutzt ja nichts, wenn wir nach jeder solchen Entgleisung feststellen, das darf sich nicht wiederholen und es wiederholt sich dann doch. Ich bin dafür, dass wir da ganz energisch dagegen vorgehen, vor allem auch mit stärkster Polizeipräsenz, die in solchen Fällen, wo es dann selbst bei Bürgern, die man nicht dem extremistischen Kreis zurechnet, mittlerweile auch aus diesen Kreisen gegenüber den Polizeibeamten gibt. Also ich bin hier für eine rigorose Vorgehensweise des Rechtsstaates. Hier muss man allen Anfängen die Stirn bieten. Und ich bin auch dafür, dass wir diesen Trend, den es im Moment gibt, auch bis zum Ziel führen, nämlich dass diese Szene nicht nur in den Blick genommen wird, sondern als Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden eingestuft wird. Darf ich das
ergänzen, wenn Sie erlauben, Frau? Ja, wir sind zeitlich richtig begrenzt. Also ich habe schon eine relativ lange Liste. Wenn Sie sich kurz fassen, Herr Sprubel, dann wäre das total toll. Ich bemühe mich. Wir haben ja in Baden-Württemberg, das Landesamt für Verfassungsschutz hat die operative Ebene der Querdenkenbewegung bereits als Beobachtungsobjekt identifiziert. Wir setzen nachrichtendienstliche Mittel ein. Und zum Zweiten, unsere Polizei hat das sehr im Blick. Am Karsamstag war eine vierstellige Anzahl von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen. Wir stellen aber auch jetzt in dem vergangenen Jahr eine zunehmende Radikalisierung in dieser Szene fest. Was anfänglich noch zahlreicher Protest gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, der Landesregierung gewesen ist, und so ein Protest mag zwar falsch sein, aber er ist selbstverständlich legitim, hat sich gewandelt in eine allgemeine demokratie- und staatsfeindliche Agitation. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden im Bund und in den Ländern mit der durch den Bundesinnenminister gerade geschilderten Rigorosität auch bearbeitet werden. Und ich darf jedenfalls für Baden-Württemberg sagen, bei uns geschieht das auch. Wobei eines klar sein muss, wir leben in einem Rechtsstaat. Und wir haben nicht die Bürgerinnen und Bürger im Blick, die eine andere Meinung vertreten als die Regierung. Das wäre ja schlimm. Sondern nicht jeder Demonstrant ist ein Extremist. Das ist es ist schön, dass man aus Länderebene diese Hilfe bekommt. Aber mir kommt nochmal ganz entscheidend darauf an, es geht um jene, die Zweifel, starke Zweifel auslösen, dass sie nicht auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Und es sind nicht nur Rechtsradikale. Aber wie gesagt, noch 7 Wortmeldungen. Frau Kollegin, bitte. Ja, an Beatrice Glasmann von dpa. Ich wüsste gerne von Herrn Münch, ob die Zunahme der Angriffe auf Vollstreckungsbeamte im Zusammenhang mit Anti-Corona-Maßnahmen, Demos zu sehen sind oder vielleicht überhaupt das mit der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen. Und dann wüsste ich gerne von Herrn... Entschuldigung, Minister, eine Frage, eine Nachfrage, okay? Ja, der Zusammenhang ist ein bisschen konstruiert, aber... Aber vielleicht können Sie die Frage, Herr Münch, erstmal beantworten. Ja, Herr Münch kann aber natürlich nicht beantworten, ob Herr Seehofer sich inzwischen hat impfen lassen. Ich nehme Sie gerne mit dieser zweiten Frage wieder auf die Liste, wenn wir dazu noch kommen. Herr Münch. Wir haben einen Anstieg der Übergriffe, das hat der Minister ja schon erwähnt, gegen Polizeibeamte, auch der Widerstandshandlungen. Wir können das nicht, weil wir nur natürlich die Tatzeiten und Tatorte in der Statistik haben, eindeutig in der PKS zurückführen auf Protestveranstaltungen oder auch Einschreiten rund um das Infektionsschutzgesetz. Aber die Kollegen aus den Ländern berichten uns das, dass wir insgesamt, das ist eben auch ein Treiber von Veränderungen jetzt im Bereich des Jahres 2020 durch die Pandemie, politische Stimmung nenne ich das jetzt mal, dass das Einschreiten von Polizeibeamten dadurch schon belastet ist, die Polarisierung belastet und die Zahl der Übergriffe dann auch zunimmt, auch und gerade bei einem solchen Einschreiten, wo man versucht, die Regularien, die jetzt gelten, auch durchzusetzen. Das ist die Meldung, die wir aus den Ländern bekommen und eine der wesentlichen Ursachen offensichtlich für die Anstiege, die wir in der Statistik sehen. Dann Herr Kollege, bitte. Nein, lassen Sie die Maske bitte auf. Dankeschön. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage ist an Herrn Münch. Das BKA ist eine Zentralstelle der deutschen Polizei, § 2 BKA-Gesetz. Andererseits ist der Informationsknotenpunkt, das ist Aufgabe aus Ihrer Webseite. Ich merke aus meinen eigenen Quellen und Erfahrungen und Kontakte zu hunderten Zoll-, Kriminal- und Polizeibeamten, dann es gibt eine Lücke in Ihrer Arbeit. Lassen Sie mich kritisieren ein bisschen. Könnten Sie eine Frage stellen, ja, weil wir sind wirklich eng in der Zeit heute. Dankeschön. Bei einer Telekommunikationsüberwachung, man stoßt auf ein Sammelsurium von Straftaten. Die Sachbearbeiter bearbeiten nur ein Deliktart
Und die anderen Sachen, sie sind geschickt zu anderen Behörden, aber sie erfahren nicht alles, was läuft in der ganzen Republik, besonders aus den Länderpolizeien. Deswegen, ich schlage vor, dass es ein Formular bei jeder Telekommunikationsüberwachung mit Eckdaten, was für Deliktarten in dieser TKU bitte gefunden. Noch mal eine Frage zu formulieren. Ja, meine Frage, können die beiden Minister, Herr Seehofer und Herr Schrobel, das über Innenministerkonferenz dieses Formular bei jedem Verfahren anordnen, dass bei TKU-Verfahren ein Formular mit Eckdaten von Deliktarten, Personennamen, Schadenswert und so weiter. Und das landet alles bei Herrn Münch von allen Bundes- und Landespolizei. Ich kann das beantworten. Bitte. Ich mache es kurz. Wir haben eine Strafverfolgungspflicht in Deutschland für die Polizeibeamten. Und wir haben gleichzeitig eine Begrenzung. Nämlich, wenn wir eine Kommunikationsüberwachung machen, dann gibt es einen Katalog von Straftaten, wo wir das machen dürfen. Und wenn wir bei einer Kommunikationsüberwachung Hinweise auf eine Straftat feststellen, die auch gar nicht Teil dieser Überwachungsmaßnahme ist, die in diesem Katalog ist, dann wird diese Information auch immer aufgrund der Strafverfolgungspflicht an die zuständigen Behörden weitergegeben und landet über diesen Weg auch immer in den Statistiken. Das heißt, da gibt es keinen Informationsverlust, außer den rechtlich gewollten und richtigen, nämlich dass unterhalb der Schwelle des Kataloges auch die Information nicht verwertet wird. Insofern geht da nichts verloren, sondern die Polizeibeamten sind verpflichtet, das, was sie weitergeben können, auch weiterzugeben. Zusatz, kurzer Zusatz, bitte. Ein Satz. Ja? Es ist schön, dass die Straftaten bekannt, aber sie wurden nicht strafverfolgt. Glauben Sie mir, Herr Münch, Sie machen nicht alles hundertprozentig. Die Dunkelzahlen sind mehr als 80%. Nehmen Sie uns den Fall, dann gehen wir dem nach. Ja. Dann ist es gleich geklärt. Herr Reitschuster. Herr Seehofer, Reitschuster. Wenn, ist mein... Genau. Ah, wunderbar. Ich habe mich sehr wenn gewundert. Sie sich auch noch vorstellen. Habe ich gerade gemacht, aber ja. Ich mache es gerne nochmal. Reitschuster ist mein Name. Ich habe mich sehr gewundert, dass zum Thema politisch motivierte Gewalt jetzt noch nichts gesagt wurde. Könnten Sie vielleicht ausführen, wie die sich gestaltet hat, vor allem Gewaltkriminalität, also nicht nur politische, sondern Gewaltkriminalität politisch? Es gehört zur guten Tradition, dass man die politisch motivierte Kriminalität in einer eigenen Pressekonferenz präsentieren. Wir wollen das nicht mit dem engeren Bereich der Kriminalitätsstatistik verknüpfen. Ich nutze aber jetzt einfach die Zeit, Frau Welte, auch wenn Sie mich hinrichten, der Frau Glassmann, die nicht gestellte Frage zu beantworten, dass ich geimpft bin seit gestern. Ich mache das, wie ich das immer mache, ohne Kamera. Das sind keine Dinge aus meiner Sicht, die man mit für die Öffentlichkeit groß zelebrieren sollte, sondern das macht man zum Schutz von sich und der Bürgerschaft oder seinen Personen, mit denen man zu tun hat. Seit gestern, berechtigt, 72 Jahre vor Erkrankung. Ich habe Sie noch mal auf der Liste. Wenn Sie mich dann noch mal auf die Liste, weil dazu habe ich jetzt keine Nachfrage mehr. Wir Gut. machen in einigen Wochen zur politisch motivierten Kriminalität eine eigene Pressekonferenz. Haben wir noch jedes Jahr gemacht in meiner Amtszeit. Bitte um Geduld. Die nächste Frage, bitte. Matthias Baumann, presseorgane.de. Ich habe eine Frage an Herrn Seehofer. Durch welche rechtsstaatlichen Mittel lassen sich kriminelle Clans überhaupt noch beeindrucken? Ja, die müsste zum Teil auch der Herr Mönch beantworten. Weil ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück auch in der Zusammenarbeit mit den Bundesländern vorangekommen. Die zwei Schwerpunktländer, die uns da besonders Kummer machen, nicht die Länder, sondern die Kriminalität dort, Nordrhein-Westfalen und Berlin, das möchte ich von mir aus sagen, sind massiv, haben massiv den Fahndungsdruck erhöht durch Razzien und Ähnliches. Und da kann ich mich nur bedanken bei beiden Ländern, denn letzten Endes läuft es ohne Länder nicht. Und dieser Fahndungsdruck hat meines Erachtens schon was ausgelöst. Und dann haben wir jetzt neuerdings durch verschiedene Umstände so viele Informationen, dass es mittlerweile auch um die Koordination des Bundes geht auf diesem Feld. Und da sollte, wenn Sie einverstanden sind, Frau Welte, der Herr Mönch antworten.
Jetzt haben wir mittlerweile mit mehr Informationen oder mehr mit dem Problem zu tun, wie wir mit den vielfältigen Informationen umgehen, wie wir die aufarbeiten. Ja, ich habe jetzt doch was Richtiges gesagt, Herr Mönch. Ja, zum Thema Clankriminalität können wir sagen, dass wir Bund und die vier hauptbetroffenen Länder, da reden wir jetzt insbesondere von den sogenannten Malami-Kurden, arabischstämmigen Clans, die sich in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen aufhalten, eine enge Kooperation haben. Wir haben mehrere Arbeitspakete verabredet mit Verantwortung. Und die Hauptschwerpunkte sind natürlich, dass wir auch länderübergreifend, auch international die Beziehungen herstellen, die, wie wir das nennen, High-Value-Targets bestimmen und darauf dann auch unsere Ermittlungen ausrichten, einschließlich des Themas vermögensabschöpfende Maßnahmen. Das ist einer der Hauptschwerpunkte, dass man am Ende natürlich auch die Mittel abschöpft, die illegal gewonnen worden sind und sehr konsequent in der Strafverfolgung vorgeht. Das ist die Von-Weg-Motivation. Auf der anderen Seite braucht es auch stützende Maßnahmen. Wir reden davon, von kriminellen Mitgliedern von Familienstrukturen und nicht die gesamten Strukturen sind kriminell. Das heißt, es braucht auch gleichzeitig präventive, stützende Maßnahmen, die dann im Verbund auch vor Ort getroffen werden. Unser Beitrag ist, wir sind im Bereich der Ermittlung, der Auswertung, der internationalen Zusammenarbeit, auch der internationalen Vermögensabschöpfung, der Frage, wie man auch in der Türkei oder im Libanon strafverfolgende Maßnahmen umsetzen kann, an der Seite der Länder, um hier möglichst effektiv unterwegs zu sein. Und das andere ist Intensivierung der vermögensabschöpfenden Maßnahmen unter Ausnutzung aller Daten, die wir haben. Und da sind wir, glaube ich, auch mittlerweile recht erfolgreich unterwegs. Sie dürfen schon noch sagen, dass wir über das Internet mittlerweile ganz andere Informationen haben, ja, zu diesem Thema. Die wir allerdings in der Gesamtheit nicht komplett benennen, aber wir haben eine Menge an Informationen, die wir auch nutzen, gerade mit dem Schwerpunkt auch dieser Gruppen und immer dann, wenn wir als BKA entscheiden, wo gehen wir noch drauf, wo setzen wir unsere Ermittlungsressourcen ein, dann spielt das Thema eine große Rolle. Also wir haben einige Ermittlungsverfahren, das konnten Sie dann auch noch jeweils den Veröffentlichungen nehmen, als BKA dann auch geführt oder mitgearbeitet, die bei den Ländern liegen, um sie hier auch zu unterstützen in dem Feld. Jetzt sag's ich, wir haben so viele Informationen wie nie zuvor. Kurzer Zusatz, Herr Baumann. Ja, technische Nachfrage dazu. Wenn die Straftäter mit mehreren Identitäten arbeiten, in welches Land schieben Sie die dann ab, wenn es zu einer Abschiebung kommt? Ja, und das, wo das Land anerkennt, dass es der Staatsbürger ist. Und ist aber so, wenn Sie jetzt dieses spezielle Themenfeld nehmen, dann haben Sie zu zwei Dritteln mit deutschen Staatsbürgern zu tun. Und dann der Rest ist andere Staatsbürgerschaft, teilweise ungeklärte Staatsbürgerschaft. Und das heißt, sie sind dort auch bemüht, immer dann, wenn es sich um entsprechende Straftäter handelt, die Staatsbürgerschaft zu klären und dann auch die entsprechenden Rückführungen zu veranlassen. Das wird übrigens auch in einer sehr, sehr engen Kooperation mit der Bundespolizei getan. Nächste Frage, bitte. Sven Barge, Forum Wochenmagazin, Frage an Herrn Minister Seehofer oder an Herrn Münch zur Corona-Demonstration Querdenken. Gibt es ein Zentralregister bereits für Straftaten, die in diesem Rahmen stattfinden, oder wird es ein Zentralregister geben, das Sie dann bei sich in Wiesbaden vorhaben? Es ist ja ein Wanderzirkus, der von Stadt zu Stadt zieht. Ja, gibt es. Also wir erfassen die Straftaten mit Corona-Bezug, politisch motiviert, im Rahmen der Erfassung der politisch motivierten Kriminalität. Und wir hatten im letzten Jahr über 3.000 solcher Straftaten, die dem BKA auch gemeldet werden. Also hier gibt es ein Berichtswesen, was dazu dient, dann auch am Ende die Größe des Problems und auch die Zusammenhänge erkennbar zu machen. Dann, Herr Kollege, bitte. Ja, Felix Husmann, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine ähnlich geartete Frage an Herrn Münch und Herrn Seehofer. Es gab in den vergangenen Monaten diverse Straftaten, auch gegen Impfzentren, Sachbeschädigungen, Bedrohungen unter anderem. Die werden bislang nicht als solche zentral vom BKA erfasst. Warum ist das so und ist da in Zukunft eine zentrale Erfassung geplant? Auch hier gilt immer dann, wenn es politisch motivierte Delikte sind, dann werden sie in dem entsprechenden Meldeweg erfasst. Wir nutzen diese Informationen der Länder natürlich auch, um insgesamt Gefährdungsbewertungen dazu den Ländern wieder zur Verfügung zu stellen. Das geschieht auch, wird auch ständig aktualisiert, damit man einen Gesamteindruck hat, um die Schutzmaßnahmen selbst auch auszurichten, wofür die Länder ja verantwortlich sind. Also es gibt hier auf der einen Seite eine Meldung in Richtung BKA,
und als Produkt, was wieder zurückkommt, eine Gefährdungsbewertung des BKA. Zusatz? Ja, aber auch spezifisch Straftaten gegen Impfzentren? Ja, auch gegen Impfzentren. Also dann, wenn, das können auch sonstige Einrichtungen sein, also auch Produzenten, Lieferkette und Impfzentren. All das spielt dabei eine Rolle, ja. Wir haben von Anfang an bei dieser Pandemie immer das Feld Gesundheitsrisiken und Gesundheitslage und Sicherheitslage unseres Landes. Wir haben immer darauf geschaut, dass aus der Gesundheitslage keine Sicherheitslage wird. Also was weiß ich, Einbrüche in Apotheken und so weiter. Und das ist Gott sei Dank noch sehr in Ordnung, wenn auch einzelne Übergriffe stattfinden. Wie ich überhaupt sagen möchte, wir müssen bei dieser ganzen Geschichte Querdenker schon unterscheiden zwischen den grundsätzlich demokratisch gesinnten Bürgern, die halt eine andere Auffassung haben. Übrigens auch zum Impfen gibt es andere Auffassungen, die würde ich aber niemals kriminalisieren. Umgekehrt muss man jene, die ganz andere Gedanken in der Querdenkerszene haben und sich dort versammeln, einschließlich der Gewaltbereitschaft, viel, viel härter und rigoroser noch begegnen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Frau Kollegin. Ja, Isabel Reifenrath, ARD Hörfunk. Ich muss einmal fragen, Herr Seehofer, wie bewerten Sie die Turbulenzen in der K-Frage in der Union? Sind Sie für Laschet oder Söder? Die Frage hinten anstehen, die hat nun wirklich nichts mit der Statistik zu tun. Das erscheint nicht in der Statistik. Noch nicht. Noch nicht. Wollen wir mal hoffen, dass es auch in der Statistik des Jahres 21 nicht erscheint. Dann noch mal zurück zur Statistik, Herr Reitschuster. Ja, Herr Strobel, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist ja ein grundlegendes Recht und die Bundesregierung kritisiert zu Recht, wenn Länder wie Russland es einschränken, unter Hinweis auf Corona-Maßnahmen. Sie haben gesagt, die Demonstranten haben Grundrechte mit Füßen getreten. Ich nehme mal an, Sie denken an Infektionsgefahr. Auf welche wissenschaftlichen Grundlagen berufen Sie sich da, auf welche Studien genau? Danke. Es geht zunächst einmal um die Einhaltung des geltenden Rechts. Und wir haben ja in den Corona-Schutzverordnungen bestimmte Abstandsregelungen und anderes mehr. Und selbstverständlich macht die zuständige Versammlungsbehörde, häufig in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, kann dann auch für Demonstrationen bestimmte Auflagen erlassen. Also beispielsweise, dass Abstände einzuhalten sind, beispielsweise, dass Masken getragen werden müssen. Beispielsweise kann der Ort der Versammlung festgelegt werden. Beispielsweise kann die Größe der Versammlung oder des Aufzugs festgelegt werden. Und das wird ja durch die Versammlungsbehörden auch gemacht. Und aus meiner Sicht sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das Demonstrationsrecht ist, wie Sie sagen, ein wichtiges Grundrecht, aber der Schutz der Gesundheit und des Lebens der Bürgerinnen und Bürger ist eben auch ein wichtiges Grundrecht. Und das gilt es auch in diesem Fall sorgfältig auszubalancieren. Zusatz? Sie sind jetzt aber ausgewichen, Sie berufen sich auf das Recht, prima, aber das Recht, auf welche Grundlagen stützt sich das? Es gibt den Brief von Aerosolspezialisten, die sagen, kaum Ansteckungsgefahr im Freien. Also nochmal, auf welche wissenschaftlichen Grundlagen stützt sich das Recht? Naja, es gibt ja eine ganze Anzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen, was die Infektionsgefahren angeht. Es gibt Institute wie das Robert-Koch-Institut, an denen wir bzw. der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber die Dinge dann entsprechend ausrichtet. Dann kommen, unterschlagen Sie übrigens nicht ganz die gewaltsamen Übergriffe, die da stattgefunden haben. Wir müssen immer sauber unterscheiden. Und die haben stattgefunden gegenüber Polizeibeamten. Und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, überhaupt keinen Grund, der da angeführt werden kann. Und dem müssen wir die Stirn bieten. Es gehört sich, dass man vor Polizeikräften Respekt hat. Wenn man nicht einverstanden ist, kann man dagegen vorgehen. Aber es ist unter keinen Umständen gerechtfertigt, Gewalt gegenüber Sicherheitskräften anzuwenden.
Das muss der Grundkonsens in unserer Gesellschaft sein. Dann kommen wir zurück zu den beiden Themen, die mit der polizeilichen Kriminalstatistik nur am Rande zu tun hat. Sie hat nur noch eine Nachfrage zum Thema Impfen. Ja, Sie haben ja gesagt, Impfgegner dürfe man nicht kriminalisieren, das würden Sie auch nicht tun. Sie selber haben ja gesagt, Sie würden sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen wollen. Hatten Sie denn jetzt die Auswahl? Ich weiß nicht, haben Sie sich eher in Berlin impfen lassen? Hat man da die Auswahl? Und was hatten Sie eigentlich gegen das AstraZeneca? Es kann jeder zu jedem Impfstoff seine persönliche Ansicht haben. Ich habe seit meiner Zeit als Gesundheitsminister zu Sicherheit bei Arzneimitteln eine bestimmte Einstellung und die habe ich bis zum heutigen Tage. Und dort, wo ich war, gab es BioNTech. Dann. Ich habe jetzt nicht eine Auswahl vorgefunden, dass ich zwischen dem einen oder anderen, sondern es war BioNTech dort. Ja, zweiter Versuch. Wie stehen Sie zur K-Frage der Union? Wie bewerten Sie die jetzige Situation und sind Sie für Laschet oder Söder oder für jemanden Drittes? Ich habe öffentlich erklärt und mir erkläre ich heute auch nicht, dass mich die Situation bedrückt. Ich bin jetzt 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert in der Union, in einer politischen Familie und das ist eine schwierige Situation für uns. Und ich hoffe inständig, dass möglichst zügig eine konsensuale Lösung zustande kommt. Konsensual heißt, dass die beiden Hauptbeteiligten anschließend mit ihren Parteien gut damit leben können und miteinander die nächsten schwierigen Monate bestreiten. Herr Strobel, möchten Sie ergänzen? Ich unterstreiche das Wort zügig. Und ansonsten hat der Bundesinnenminister die Frage hinreichend nicht beantwortet. Eine Nachfrage. Bitte schön, Frau Reifen. Wie kann das erreicht werden? Auf welchem Weg? Entschuldigung? Wenn Sie über solche Dinge öffentlich reden, wird es nie erreicht. Das sage ich Ihnen aus meiner Erfahrung. Ja, manchmal helfen Nichtbeantwortungen weiter als ausführliche Beschreibungen. Dann sage ich Dankeschön für diesen Donnerstagnachmittag. Danke an die Herren, danke an Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder um 11.30 Uhr zur Regierungspressekonferenz. Bis dahin.